Naja, ich hatte ein großes Bett für mich alleine. Immer schön quer zu liegen. Weißt du, hast dein Haus ausgebaut und schläfst im kleinen Nachbarhaus, weil in deinem Haus schon benutzt ist. Ich habe ja noch kein einziges Mal in meinem Haus geschlafen, seit es ausgebaut ist. Warum hast du überhaupt ausgebaut, ja? Weil ich eine Küche brauche. Sieht man ja. Da waren die Pilze drin. Warum auch immer die Pilze? Soll ich jetzt Weizengelee machen? Nee, ne? Mal Pilze an in Gelee verwandeln? Klingt irgendwie nicht sinnvoll. Oh, ich mag die Wintermusik. Geht auch nicht. Schade. Ach so, nehmen. Sechs haben wir gesagt, ne? Sechs. Ich meine, wo sind die Pilze jetzt her? Warum waren hier oben Pilze drin? Weil okay, da. Keine Ahnung, warum hier Pilze drin sind. Eine Quest gab. Mir geht es mir darum, warum im Herbsttag Pilze sind, weil wir die Pilze sonst woanders drin haben. Aber ist egal. Mach ich halt Preiselbeergelee. Klingt sinnvoller, oder? Ja. Durchaus. Ich will es nicht essen, ich will es einlegen. Ja, wieder Müsli-Riegelmüll gefunden. Läuft. Ich hab einen Lauf. So. Achso, ich wollte jetzt zu Gunther, ne? Gehe ich zu den Tieren? Melken und so? Ist das eine Frage oder eine Ansage? Nee, eine Ansage. Okay. Nee, den Stern hat man noch nie abgegeben. Ansage Nummer 5, Agro Berlin. Bitte nein, mit sowas muss man gar nicht erst anfangen hier. Doch. Mit sowas hat alles einmal angefangen bei uns. Eben. Puh. Ich habe immerhin die Sekte live gesehen, ja. Du wolltest es aber nicht live sehen. Ich wusste gar nicht, dass das. Die waren zu dem Zeitpunkt, hatten die 200 Zuschauer. Da wusste noch niemand, dass die irgendwann mal berühmt werden. Lustiger Funfact für alle, die es nicht wissen, die gerade den Stream verfolgen: Alles ist die Sekte, heißt in kurz A. Bitte was? Mhm. Alles ist die Sekte, heißt Hits. Nein, AIDS. Alles ist die Sekte. Ach so. Ach so. Ich habe irgendwie gerade mit Hallo ist die Sekte. Hallo ist die Sekte. Du denkst einfach zu harmlos. Das ist doch lustig, oder? Ich weiß nicht, warum ich dachte, dass alles mit H anfängt. Alles. Ich bin gerade ein bisschen verteilt. Übrigens, Lumi. Ja. Ich hatte heute noch einen anderen epischen Moment. Ja. Ich habe heute mein erstes Draft mit 7 Siegen abgeschlossen. Wow, Respekt. Was ich episch finde, ist, dass du sowas unter episch einordnest, dass du alles und alles vertraust. Das war doch ja wohl episch und lustig, ja. Das ist ein epischer Film. Das ist mir nicht aufgefallen, aber du hast durchaus recht, Felix. Das ist sehr episch. Ich war heute voll stolz und ich habe 7-2 abgeschlossen, ich hätte sogar 7-1 abschließen können, weil ich habe einen Sieg sinnlos verballert. Ja, ich habe meine Axt verbessert, Kupferaxt. Ich wusste doch, da war noch irgendwas. Guck mal. Wer hat den Hühnerstall ganz an die Seite geklatscht, ey? Ja, den habe ich gar nicht ganz an die Seite geklatscht. Oh, ich habe Jade mit einer Geoden verwechselt. Ach nee, ganz nach unten ist der, oder ist irgendwo unten, oder? Ah, hier. Das sieht sich aber unten, ja. Ist unterhalb vom Kuhstall. Wird gebaut. Was? Ja, der Hühnerstall. Achso, der ist Upgrade Meister. Wir müssen dann noch eins machen. Also wir brauchen dann nochmal 25.000 oder so, glaube ich. Moment, ich glaube die falsche Richtung. Hier. Moment mal, ich gehe jetzt zu Pierre Blumen kaufen, die seiner Tochter Abigail gebe. Das ist auch eine gute Option, oder? Ja, das nennt sich Kapitalismus, ne? Der Vater verkauft dir was, damit du das in seiner Tochter schenken kannst. Und dann kann das wieder aus dem Was meinst du denn, warum er dir empfohlen hat, dass du Blumen kaufen sollst? Das ist schon ein Grund. Sehr kapitalistisch, dieses Spiel. Wir hatten gerade 2000 Gold ausgegeben. Achso, für das Upgrade. Ja, 10.000. Übrigens. Nee, 2. 2. Und danach, Benny, gehst du in den Tunnel. Ich brauche Diamant, um es auf meinen schmerzenden Kopf zu... Was? Ich brauche Diamant, um es auf meinen schmerzenden Kopf zu reiben. Bitte komm so schnell wie möglich damit vorbei, Jodi. Ich glaube, Jodi, du hast ein anderes Problem mit deinem Kopf als Schmerzen. Also irgendwie, Und eine nette Umschreibung für sie braucht Schmuck. Diese Schatzkarte hat mich zu einem Artefakt gelotst, was wir schon haben. Dafür habe ich 3 Artefakte in Geoden gefunden, die wir noch nicht hatten. Hier, Blumenstrauß. Wir haben Blumenstrauß gekauft. Hast du eine Belohnung bekommen?
Was? Du kannst dann nochmal, du kannst den Gundel ja nochmal. Ja, stimmt, die Belohnung, die brauche ich jetzt. Ne? Ach du meine Güte, bist du sicher? Ja, Caroline, ich habe dir gerade ein Gelee geschenkt. Belohnung, nein, nicht verlassen. Oh nein, ich will ihn auch danke, nicht angeln. Danke, das ist großartig. Luis habe ich auch noch ein Gelee geschenkt. Oh nee, den Scheiß brauche ich jetzt nicht, das hole ich später. Und denk dran, in dem Steinbruch könnt ihr ab und zu vorbeigehen, die Steine wachsen neu. Hört sich doof an. Ist auch okay. Wachsen an guten neu. Tagen habe ich ein paar nützliche Sachen in den Mülleimern gefunden. Manchmal findet man hinter der Kneipe auch das Gericht des Tages, frisch sogar. Für den Nachtisch sehe ich bei Familie Müller Mühner im Mülleimer nach. Schätze gibt es beim Schmied und im Museum. So, ihr müsst zu Judy den Diamanten abgeben für mehr Geld. Und jetzt wisst ihr, warum ich immer im Mülleimer gucke. Weil es da eine geheime Notiz gab und deswegen gucke ich immer im Müll. Du bist einfach so ein richtiger, wie heißt der Typ da oben, der sich ein Zelt dahingesetzt hat? Du stellst Fragen. Wisst ihr, deswegen kennst du den Namen nicht, der ist halt Einsiedler ist das. Der Zug fährt durch das Sterntautal, wer ist in der Nähe, wer ist in der Nähe, wer ist in der Nähe? Ich bin sogar oben am Zug. Ich nicht, ich suche Juli. Geh hin. Ich bin doch oben am Gleisen. Ja, du bist Emily und Haley. Geh hin! Ich bin doch dort. Danke dir, ich fühle eine positive Energie in diesem Geschenk. Sehr schön. Da ist das. Mann, also den Kindern kann ich es auch nie richtig machen. Jetzt habe ich einen Müsli-Riegel geschenkt. Hast du einen Pony auf deinem Hof? Nee, noch nicht. Und du hast dir einen Müsli-Riegel geschenkt? Ja. Wer denkt denn, dass einem Kind ein Müsli-Riegel Spaß macht? Und was soll ich jetzt? Sam versucht sich im Kick. Und was soll ich jetzt mit dem Zug machen? Lumi, und was soll ich jetzt mit dem Zug machen? Mal gucken, ob da was runterfällt. Ja, der wirft immer Zeug ab, ja. Jodi. Wer war denn Jodi? Jodi. Also war die mit den Kindern, die auf die Kinder aufpasst tagsüber. Wo ist denn die normalerweise? Die ist rechts unten gerade in dem Dorf. Cool, ja. Ich gerade begegnet. Der Zug hat zweimal Kupfer abgeworfen. Yay. Jodi. Was hältst du rechts unten? Jodi. Ach ja, da hat noch die Kinder. Was? Der hat zweimal. Nee, das ist Penny. Jetzt wäre ich auch noch falsch geschickt. Das ist Penny rechts unten gewesen. Oh, Entschuldigung. Aber stimmt, das ist die mit den Kindern. Jodi ist die mit dem geflochtenen Zopf. Aber wo ist denn die? Das ist die, die Kreativität macht, links unten. Links unterhalb des Dorfes, nicht im Dorf. Da unter Mani. Ach so, da ist jemand? Ja, die Kreativwerkstatt von Jodi. Jodi. Hast du es dann irgendwann? Schuwabalu. Hat also ja. Nee, das ist Lea. Die Zeit scheint hier langsamer zu vergehen. Ups. Warte, dann ist Jodi die Mutter ist von Haley. Kann das sein? Kann sein. Nee, Emily ist doch bei Haley. Also die ist eine Wohngemeinschaft. Achso, denn die Mutter von Sam und Vincent. Soll ich es googeln? Nee, nein. Alles gut, wir finden es schon noch. Raus. Ich habe ja noch ein paar wir Stunden Zeit. Links unten im Dorf. Wir sind da, wo ich denke. Du kannst auch da probieren, wo du denkst. Das ist Robin, okay. Das war eine Erlaubnis. Weil ich so gnädig bin heute. Aber... Ach nee, das ist Alex, das ist nicht Sam. Naja, ich soll ja nicht. Links unten hast du gesagt, da war bei mir gerade niemand. Also gar niemand. Im Haus? Ja. Da ist Mani. Es wird schon dunkel. Ja, wie im Winter halt, ne? Okay, hier ist Vincent. Und ein Mama hat heute Nacht Linsensuppe. Die scheint mir nicht so gut im Kochen zu sein. Aber die Mama ist nicht da. Eiskalt. Hart. Lässt den Sohn einfach alleine. Armer Vincent. Du denkst, du bist hart, aber ich bin härter. Känguru-König. Ich glaube, das, wo du mich gerade hingeschickt hast, ist wieder leer, oder? Nein, Jodi, es wäre schön, mir hin und wieder Urlaub zu nehmen. Moment, du wolltest... Hier. Hi, also hast du mein Gesuch gesehen, Notiz? Ich weiß es wirklich zu schätzen. Mal sehen, hier ist dein Geld. Du hast mir gerade dafür für den Diamanten 2000 gegeben. Wieso kannst du dir keinen Urlaub leisten? Weil Diamanten halt eben wichtiger sind. Anscheinend. Diamonds are forever. Du hast dir auch ein paar Diamanten gegönnt im Urlaub? Nee. Warum nicht? Weil ich kein Geld habe. Für Diamanten.
für alles. Ich habe mir sogar Geld von einem Kumpel geliehen. Mein kleiner Bruder ist ein richtiger Weltenbummler, der war jetzt letztens in Neapel. Einfach mal so. Da würde ich auch gerne mal hin. Und auch gerne mal nach Nepal, das darf man aber nicht vergessen. Ich gehe jetzt erstmal da. Wann kommt denn dein kleiner Bruder aus Nepal wieder? Ich so, Nepal ist in Tibet, aber okay. Ich gehe jetzt zu Haley, ja? Mach mal. Oh, wird's jetzt romantisch? Dürfen wir jetzt nicht mehr stören? Weiß nicht, wenn ihr zu sehr dazwischen quatscht, müde ich euch halt. Wir hören dir aufmerksam zu. Hier ist 20 Uhr, aber hier ist keine Abby. Tja, dann hast du es verpasst. Muss ich das wirklich gestern machen müssen? Wahrscheinlich. Magst du dich mittlerweile nicht mehr so? Meerschweinchen David. Was? Nur vor der Kleidung. Moment, ein Schwert ist unter der Kleidung versteckt? Warum hat ein Abigail Schwert in ihrer Kommode? Ja. Weil halt sie das zeigen? Ist. Die ist doch cool, die Abby. Ist sie tatsächlich, aber... Ich aber Abigail ist nicht da. Kommode. Ich habe sogar ein Schwert in der Jackentasche. Ich verschwerte überall Schwerter. Ich habe ein Schwert in der Hose. Flach. Kannst du sie an die Scheide stecken? Ja, flach. Ja, war nicht besser, ja? Geisterbrett. Ich habe ein Öl dran gehängt. Das bedeutet, dass ich weiß, dass der Witz scheiße ist. Ich liege schon in ihrem Bett. Man hätte auch sagen echt? Können. Jo. Psst. Man hätte... wissen, was er mit dir macht? Nee, ich bin hier allein, aber ich liege in ihrem Bett. Man hätte auch einfach sagen einfach können, mal im fremden Bett masturbieren, ja? Zu Hause ist ja langweilig. Man hätte aber sagen können, touché. Da kommt Abigail. Halluzination, oder? Die kommt halt echt 22 Uhr nach Hause? Punkt ja. Gewendet. Ist eine Draufgängerin. Eine Sache, die ich hier gelernt habe. Jeder starrt dich an, wenn du anders aussiehst. Okay, sie geht halt schlafen. Abigail. Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. wir schlafen ja zusammen in dem Bett, Abigail, okay? Du guckst dich die Wand an und ich lieg so hinter dir jetzt. So. Passt, alles gut. Gute Nacht. Moment, ich habe noch ein bisschen Wein für dich. Und einen Fisch. Ein Leckerli vom Schlafen gehen. Oh, bist du süß, da bringst du Wein und Fisch mit und dann legst du doch nur im Bett und kuschelst nicht mit ihr. Doch, ich habe gerade mit ihr gekuschelt, aber irgendwie, das hätte sie wahrscheinlich wirklich machen müssen, wo das mir geschrieben wurde. Benny, du bist gerade offiziell gefriendzoned worden. Ich glaub nicht. Ziemlich obvious sogar. Ich muss ihr halt mal den Blumenstrauß wahrscheinlich schenken. Ziemlich was, Blumi? Offensichtlich. Achso. Es gibt nämlich Leute, die reden lieber Deutsch. Entschuldigung. Ich habe heute den ganzen Tag Englisch und Spanisch geredet. Ich denke, du bist ja durch Deutschland gefahren. Ja, aber ich hatte einen spanischen Mitfahrer. Ach so. So spontan. Über BlaBlaCar und dann haben wir erst auf Spanisch gequatscht und dann sind wir irgendwann zu Englisch übergegangen. Ich weiß gar nicht genau warum, aber es war mir eigentlich ganz recht, weil mein Spanisch echt. Es ist anstrengend. Also ich habe 2 Stunden auf Spanisch gequatscht und habe ich schon gemerkt, okay, so langsam brummt mein Hirn und ich muss ja auch noch fahren und dann sind wir irgendwie auf Englisch über. Hey, cool, Benny. Ich habe übrigens nichts im dunklen Tunnel gefunden. Hä? Ich war gerade drin. Ich habe nichts gefunden. Also, da gehen wir dann morgen nochmal, also nächsten Tag gemeinsam rein und wir finden zu 100% was. Ich hab einfach nicht Lust. Auf welcher Seite warst du denn? Links. Ja. Und hast du nichts gefunden? Nö. Ja, dann gehen wir noch also gemeinsam. Felix, bloß weil ich dich mit dir vögeln möchte, heißt das so lange nicht, dass du mir mein Bett zubauen musst. Doch, das ist eine ganz normale Reaktion auf die Ablehnung des Sexes, ja. Eben, also. Ich mach das auch immer so, wenn ich gefriendzoned werde, wird das Bett zugemauert. Ich das Bett von dem anderen, bevor ich. Genau, da wird halt einfach mal so eine Gipsbetonwand eingezogen, um das Bett drumherum. Ganz genau, ja. Kurz in 2 Stunden. Oh cool, 5 LP plus 5 LP. Ring von Joba kann ich bauen, cool. Ring von Jodi, jetzt habe ich einen Ohrwurm von diesem Scheißlied. Du hast angefangen. So Benny, komm mal mit. Oh. Aber ich muss doch Abigail noch einen Blumenstrauß geben. Ja, kannst du dann auch immer noch machen. Komm mal mit. Wo bist du denn? Oh, ich habe eine Sequenz, ich habe eine Sequenz. Ja, wir auch. Oh, okay. Oh, guten Morgen, liebe Lumida.
Oder willst du das lesen? Keine Ahnung, kann ich auch vorlesen. Oh, guten Morgen, liebe Lumida. Oh Gott. Ja. Ich hoffe, es ist noch nicht zu früh. Ich wollte nur eben vorbeischauen und dir persönlich für all die wundervollen Artefakte und Minerale danken, die du entdeckt hast. Verzieh dich, ich will schlafen. Du hast alleine echt viel geleistet. Total alleine. Tja. Um genau zu sein, habe ich gerade einen Brief der regionalen Artefaktabteilung bekommen. Wir werden mit dem begehrten goldenen Schaufelpreis für unsere bemerkenswerte Beiträge in diesem Gebiet geehrt. Ganz alleine. Und das alles dank dir. Dir alleine. Ich sollte Artefakte ran geschafft, ja? Ich sollte dich wohl besser wieder an die Arbeit lassen. Oh, fast vergessen. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ein alter Schlüssel, der im Tresor des Museums mindestens 100 Jahre lang eingeschlossen war. Er ist ein wenig rostig, aber immer noch sehr schön. Für dich alleine. Ich habe ihn auch bekommen, ja. Kommt ihr jetzt bitte aus meinem Haus? Nein, wir haben davor gestanden. Benni, komm mal mit jetzt. Was habt ihr mir gestern Nacht gegeben, damit ihr, dass ihr in meinem Haus wart? Ich hab's nicht mal mitbekommen. Wir haben dir das Schwert gegeben. Ja. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Anfrage. Könntest du sie geheim halten? Ich will, dass du Emily einen Amethysten vorbeibringst. Das ist ihr Lieblingsstein. Sag ihr, dass er von mir kommt. Ich habe ein neues Kochrezept, gebratener Tintenfisch, weil ich mit Jodi befreundet bin. Ja, nice. Ah, aber wo Rezepte, wir könnten... Na hier, die ungewöhnliche Anfrage habe ich auch. Keine Königin der Soßen. Moment, ich nehme die Amethysten noch mit, falls ich hier Dingens direkt treffe. Ich will auch bitte Amethysten. Wir haben noch 6 Stück, ist alles gut. Ja. So, jetzt kann ich. Ich nehme 5 mit. Ach, warte mal, was? Ich habe nur einen mitgenommen. Ich verschicke noch ein paar auf dem Weg. Lumi, die was? Sind... Wir haben nur 6 gehabt. Du hast jetzt alle 5 mitgenommen. Na gut. Die sind für uns, die sind für die Quest. Ich habe gesagt, es gibt von allen 6 Stück. Ja, ist doch okay. Jetzt verschenk noch ein bisschen Peperoni-Gelee auf dem Weg. Das kannst du machen. Ja, ich verschenk noch ein bisschen Gelee, du hast recht. Davon haben wir nämlich genug. Gelee und Wein kannst du gerne verschenken. Wer hat hier Steine rein? Ich verschenke den Melonenwein. Mag euch. Melonenwein. Oh Gott, ich will so gerne Melonenwein gerade. Willst du mitkommen, Lumi? Ach so, ja, ich komme nochmal mit. So, vielleicht, Benni. Vielleicht sollten wir sogar eine Blume. Ja, nimm halt. Ja, hier bin ich nach links gegangen. Okay, der Korb, glaube ich, das ist noch nicht hier. Bärenkorb. Linus sucht sich ja danach. Interessant. Oh, den brauche ich auch. Wenn wir jetzt wieder alle finden, ne? So, lauf weiter. Ich sag's ihm jetzt gleich. Lass ihn nochmal suchen. Lass ihn nochmal suchen. Hier ist nichts. Ich glaube, wir sind sowieso in der falschen Richtung. Nein. Oder? Nee, du hast recht. Doch. Wir sind richtig, ich hab's gefunden. Hier ist nichts. Lumi hat's gerade gefunden. Ich hab's gerade gefunden. Eine batteriebetriebene Schließkassette, unglücklicherweise fehlt die Batterie. Wir haben keine, also ich habe keine Batterie. Also wir haben glaube ich eine Batterie, aber ich habe die nicht mitgenommen. Wir haben eine Batterie. Dann hol die mal. Oh, hallo Bobby Gold. Ja, es ist schön, dass ich wieder da bin, das sehe ich auch so. Aber danke. Hättest du mir doch direkt sagen können, dass ich eine Batterie brauche, ja? Ja, dann hätte ich gespoilert. Ben! Ben! Gleich Schläge, ey. Ich komm dir gleich nüber, bis nach Sachsen. Das wäre schön. Komm mal vorbei. Ja, eben, Lumi. Komm mal vorbei. Ich hab's ja nie weit. Wenn ihr wieder zu zweit mit mir ins Bett geht, ne? Nee. Neben mir passt nur noch eine Person ins Bett. Ich hab gerade im Müll beim Startschub-Saloon einen gebratenen Aal gefunden. Es ist Wochenende, sagte Abigail. Das heißt, ich kann doppelt so viele coole Videospiele spielen. Bye. Stimmt, zu der muss ich auch noch. Ich wollte meinen Blumenstrauß geben. Vielleicht knall ich einfach die Abigail vor dir. Abigail, ich zeig dir meinen Blumenstrauß. Oh, Bobby Gold schreibt, meine Mates sind auch ganz lustig. Siehst du, ihr werdet gemocht. Ach so, ich dachte, seine Mates. Dankeschön. Ja, also er sagt meine Mates, also seid das ja wohl ihr. Ja, ich habe verstanden, meine Mates sagt er, also dass er seine Mates meint. Es hat funktioniert, die Kassette springt auf und ihr liegt eine Notiz. Deine erste Aufgabe, bringe einen Regenbogenmuschel zum Bahnsteig. Lege sie in die Box, Mr. Key. Oh, findest du die Abigail mit kastanienbraunen Haaren schöner? Die Mutter hätte das gern. Nee, das ist doch nicht meine Frage, ich frag doch dich. Nein. Ich habe eine Sequenz mit Hayley. Oh mein Gott, ich sollte jetzt auch langsam mal baggern, wenn ihr die ganze Zeit Sequenzen habt.
unter den Kissen sauber. Diese Woche bist du an der Reihe, was Benni letztens hatte. Ja, letztens ist ja schon eine Weile her. Ja. Jetzt komm ich rein. Wo ist denn Abigail? Achso, die ist am Videospiel spielen, ne? Weil Wochenende ist. Ich glaube. Shane sagt zu mir, ich bin überrascht, dass du immer noch Anschluss bei mir suchst. War ich noch nicht unhöflich genug zu dir? Auch Ben ist mit Abigail zusammen. Danke. Ja, schön. Oh, wie romantisch. Habe ich jetzt? Ah, jetzt habe ich die. Jetzt kann ich noch zwei weitere Herzen bei ihr sammeln, weil ich ihr meine Blumen geschenkt habe. Emily war die mit den Dingens da, wo wir das Geschenk abgeben mussten? Ja, oder? Emily müssen wir das Geschenk abgeben. Aber also, wo ist die ja gerade hier ist. Ja, Emily ist bei Haley. Genau, bei das Haley. Ist die mit den blauen Haaren. Ach, die ist das. Die Mitbewohnerin von Haley. Oh, was mich interessieren würde, könnt ihr während meiner Sequenz mit reingehen? Ja, bin gerade drin. Ich seh dich auch nicht. Ich sehe dich auch nicht. Oh, mein Lieblingsstein, du bist so süß. Hä? Der ist von wem? Ah, du hast ihn bei Clint geholt. Naja, egal, wo er ist. Er ist wunderschön. Danke dir, Knutsch. Mua. Okay, jetzt wurden wir geknutscht. Das ist aber ungünstig. Jetzt, Moment. Die ist doch auch viel zu jung für den. Der kommt doch dann hoffentlich irgendwann mal mit der anderen zusammen. Aber es ist ja süß, dass er es versucht. So, hier. Achso, nee, Haley braucht man keine selbst gemachten Sachen schenken. Die will die nicht haben. Das weiß ich ja noch. Wobei... Melonenwein würde sie vielleicht auch nehmen. Ach nee, Kaktusfruchtwein. Ich rede gerade mit ihr. Muss Linus noch den... Die will einen Bohneneintopf. Was? Den Bären. Die ist ja richtig fordernd. Und sie fühlt... Also, warte mal, Haley mag keinen Wein, oder was? Warte. Ich wusste nicht, dass du auch so empfindest. Nein, ich schenke sie jetzt einfach. Nein, sie freut sich. Sehr gut. Hat in letzter Zeit viele Tagträume. Oh, also du willst wissen, worüber nun? Das ist ein Geheimnis, hä? Ich rede gerade mit der Abigail. Alter, diese Stimme. Hast du ein Problem damit, der Stimme? Überhaupt nicht würdig. Nein. Willst du, Abigail, lieber sprechen? Dann musst du aber in meinem Stream kommen und vorlesen. Oh, das wird aber mir zu umständlich. welche Stimme würdest du denn Abigail geben, ja? Du kannst ja einfach... Ich hatte viele Tagträume, hat sie gerade gesagt. Oder ich hatte in letzter Zeit viele Tagträume. Geht, weil sie so, oh, ich hatte viele Tagträume. Das klingt irgendwie, als ob sie heißer und betrunken zugleich wäre. Ja, aber ich glaube, anders kriege ich als Mann eine Frauenstimme nicht hin. Die irgendwie halbwegs noch als Frauenstimme erkennbar ist. Meine Männer hören sich auch immer komisch an. Ach, Linus hieß er. Linus ist gar nicht zu Hause. Linus, genau, ich wollte ja zu Linus, danke. Den hatte ich auch, ich wollte den Bärenkorb abgeben, aber er ist nicht da. Ja, ich Benni, soll ich die Batterie in den Tunnel einfach tun und sag dir dann, schon. Was du machen sollst? Ich hab das schon gemacht, ich hab das auch schon vorgelesen. Ich soll einen Regenbogenmuschel in der Kassette bei den Zügen hinterlassen. In der Kassette bei den Zügen? Nein, eine Regenbogenmuschel in der Kassette. Ja. Was war eine Regenbogenmuschel? Ach nee, Regenbogenmuschel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Shane heiraten soll. Ich mag ja selbstmordgefährdete Männer, aber irgendwie. Ich dachte, du wolltest Sebastian nehmen. Eben, Sebastian. Ach so, Sebastian. Echt? Ich hatte mich für Sebastian entschieden. Sebastian ist doch der Emo, der schwarzhaarige Emo, der immer im Keller sitzt. Ich muss jetzt mal hin, bringe ich mal ein paar Sachen. Aber ich finde die Frisur so scheiße. Ich habe die. Der wird die bestimmt ändern für dich. Also den Alex finde ich am hübschesten, aber der ist so scheiße arrogant mit seinem Sport. Lumi? Ja. Hattet ihr auch schon was gesammelt für Sebastian? Gefrorene Träne. Ach so, stimmt ja. Wollte ich ihm ja schenken. Ach. Alzheimer ist echt fortgeschritten bei dir. Nee, ist einfach lange her. Muss ich mal ein bisschen in Schutz nehmen hier. Ich kann mir wirklich unwichtiges Zeug besser merken als. Oh, ich habe Holz geangelt. Geil. Und eine Geode. Geil, Holz. Holz geangelt. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Voll die Reprise zur ersten Folge, Ben. Ach, wie nostalgisch. War das die erste Folge, ich und mein Holz? Eine der ersten. Das stimmt. Wo du mit dem Scheiß Holz hinter mir hergerannt bist. Ach so, doch, das war tatsächlich wirklich die erste, glaube ich. Ich glaube, es war die erste. Ich dachte, wo wir den Song hier, ich und mein Holz, irgendwie rezitiert haben quasi. Wohin mussten wir den Bärenkorb bringen? Zu Linus, aber der ist nicht zu Hause gewesen vorhin. Ich kann es nochmal gucken. Der ist ab und an oben bei der Sauna. Also jetzt sehe ich ihn hier nicht rumlaufen. Ich muss jetzt erstmal meinen eventuell zukünftigen Schatz finden. Den Emo. Der ist zu Hause, der ist in seinem Dings. Aber ich bin mit dem Emo nicht ganz zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Danke dir, das bedeutet mir viel. Der Emo ist auch nicht zu Hause, wo ist der denn?
Du kannst ja Linus heiraten. Linus kann ich nicht heiraten, der ist zu alt. Ach Quatsch. Ich glaube, Shane ist auch zu alt. Der ist bestimmt nur 28, hat nur früh einen weißen Bart gekriegt. Hm. Kannst ja versuchen, Clint zu heiraten. Ich habe gestern mit einem einen Erste-Hilfe-Kurs gegeben, der von den Schülern auf 35 bis 41 geschätzt wurde und 29 war. Ist doch gut. Ich würde auch immer gerne auf 41 geschätzt, wenn ich 29 bin. Hä, hey, das zeugt doch wohl von einem reifen Alter. Mein Koop, danke dir. Das bedeutet mir viel. Hab ich auch gerade schon vorgelesen, mit einer ähnlichen Stimme. Das ist mir aber egal, ich lese es trotzdem vor und es klingt bei mir immer noch besser. So, und jetzt das bin ich mir nicht so sicher. Das ist ein großartiges Geschenk, danke dir. Achso, Wein hast du ihm auch noch gegeben. Ja, guck mal, Linus wird voll verwöhnt von mir. Von mir kriegt er halt Gelee. Wie gesagt, Chili-Gelee. Freut er sich auch, bestimmt. Ja, Linus. Es ist Gelee, kann man ganz einfach essen. Ist gar nicht scharf. Das ist ein großartiges Geschenk, danke dir. Das Baroni-Gelee. Oh, da ist er, der Emo. Jetzt gebe ich dem Emo seine Träne, warte. Der geht aber auch sehr selten raus, ne? Den musst du erstmal erwischen. Ah, oh, das mag ich am liebsten. Woher wusstest du das? Na gut, er ist jetzt nicht hässlich, aber die Frösche sind im Winter nicht sehr glücklich. Arme kleine Kerlchen. Die pennen doch im Winter. Och, wie süß. Er denkt an Frösche. Jetzt gerade sah er ganz süß aus. Vielleicht will ich ihn doch. Ich komme zu dir nach Hause. Lass mich rein. Oh, das ist verschwunden. Vor allem so von, na okay, die Frisur ist kacke, aber er ist ganz okay zu, ich will mit, ich mach mich quasi schon nackig für dich. Ja, ich bin doch ein Charakterficker und er denkt an Frösche, das ist niedlich. Ich weiß ja nicht, ich finde das ja merkwürdig, aber eben das wenn seine. Wenn man an Frösche denkt und wenn er sagt, arme kleine Kerlchen, das ist doch voll niedlich, wo ist denn dein Problem? Aber stimmt, Frösche, mein Bob findet das auch, er stimmt ihm zu. Mein Frosch Bob, mein Streamfrosch. Ja, siehst du, dem wäre jetzt auch kalt draußen. Der sitzt deswegen ja auch auf meinem Mikrofon. Wieso heißt er denn ausgerechnet Bob, dein Frosch? Weil jemand in meinem Stream kam, ich glaube, warst du das nicht sogar oder so, und gemeint hast, jetzt zeig du mal deine Bobs. Und da habe ich gesagt, ich kann nur einen Bob zeigen. Das kommt Fontänne. Ich kann nur einen Bob zeigen und dann habe ich den Frosch auf dem Mikrofon gesetzt und seitdem ist das der Frosch Bob. Das ist witzig, weil ich gerade gedacht habe, es ist witzig, dass er Bob heißt, wo wir diesen Gag mit Bobs hatten mit Tenne. Und ja, dann kommt er tatsächlich auch noch von dem und ich habe das nicht mehr im Kopf gehabt, dass du da involviert bist. So, ich lese jetzt mal noch so eine Notiz. Ich habe hier noch so ein paar. Ich habe keine mehr. 12 Uhr mittags, pünktlich. Letzter Tag der Saison. Zieh dir den Busch über dem Spielplatz an. Aha. Denken wir da dran? Wahrscheinlich nicht, weil das ist in 3 Wochen, wenn wir irgendwann mal wieder streamen. Verdammt. Das musst du dir irgendwie aufschreiben und an den Monitor heften oder so. So, ich rede die ganze Zeit mit mir alleine. Sehr gut. Was hast du gesagt, Numi? Letzter Tag in der Saison, der Busch über dem Spielplatz. 12 Uhr, das war noch wichtig und pünktlich. Uhr, ja. Wenn mein Kuli wenigstens schreiben würde. An dem Tag, an dem Streamtag hat dann Felix keine Zeit, weil er irgendwie arbeiten muss und wir vergessen es, pass mal auf. Wahrscheinlich, ja. Dann beauftrage ich meine Freundin, das einfach in Discord reinzuschreiben. Aber es steht auch nicht dabei, was für eine Saison. Also wir könnten hätten im Frühling quasi wieder einen Versuch. Ist egal. Ich würde eigentlich die Milch abgeholt, ich glaube nicht. Letzter Saisontag, was war jetzt, 12 Uhr? 12 Uhr. Vormittags pünktlich. Busch über dem Spielplatz. Genau. Im Busch. Da ist was im Busch. Die armen Hühnchen, ey, die werden hier voll vollgehämmert. Vollgehämmert? Ja, weil hier Robin drin steht und hämmert. So falsch. So. Sie doch ein bisschen gehämmert werden, ey, vielleicht stehen sie drauf. Ich weiß nicht, wenn es laut knallt, finde ich es nicht so geil, wenn ich da schlafen will. Oh Gott, es ist schon 1.40 Uhr. Ja, ab ins Bett, aber ihr hört mir ja nicht zu. Ich bin da, ich bin schon im Bett. Du hast dich gemutet vorhin. Wie sollen wir dich denn aber jetzt hören? Bin ich da. Stimmt, ihr hört mir ja nicht zu. Halbe Stunde gemutet gewesen. Ja, schon. Oh, ich war nicht in der Mine, verdammt. Na und? Ich will doch leveln.